Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. So, es geht weiter. Beim letzten Mal haben wir hier aufgehört. Wir haben ein paar Pfeile gefunden, die ich jetzt hier in dem Safe Game noch nicht aufgehoben habe, aus irgendeinem Grund. Nur für den Fall. Nehmen wir die mit. Und gehen dann mal die Treppe hoch. Boah, ich habe gerade während der Ladezeit, weil die Ladezeiten in dem Spiel so lang sind, also unterm Spiel gibt es ja im Grunde keine, nur versteckte, gut versteckte. Aber wenn man neu lädt, explodiert alles. Was war das? Wenn man neu lädt, ist die Explosion, ist die Ladezeit teilweise ziemlich lang. Und ich habe die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt. Das ist ein schöner sonniger Tag und so. Und jetzt sehe ich auf dem Bildschirm irgendwie nur blaue Lichtflecken. Vom in die Sonne schauen. Also natürlich nicht direkt in die Sonne, aber ihr wisst schon. Oh shit. Sei am Leben, Tommy. Tommy. Oh oh. Infizierte. Gut, ich mag Infizierte. Infizierte sind easy peasy. Dass ich das mal sage, wirklich, das wundert mich. Dass ich froh bin, Infizierte zu sehen. Ist irre. Eigentlich war es in The Last of Us 1 immer so, Infizierte, ich hasse das, die sind gruselig. Und jetzt bin ich so, ah ja, cool, Infizierte. Da schlagen wir uns an, machen die kaputt. Weil das sind halt irgendwie nur Zombies, da hat man nicht so viel Mitleid. Das fühlt sich sogar an, als würde ich denen helfen irgendwie. So eine Erlösung. Sterbehilfe. Die wirken nicht glücklich. Ich meine, wir können nicht in die Köpfe der Infizierten schauen. Die wirken aber nicht sehr fröhlich und wollen uns aufessen. Das ist schon irgendwie das Hauptproblem, dass die uns aufessen wollen. Aber, ne, ich meine, wir müssen nicht so viel schlechtes Gewissen haben wie bei den Hunden. Ja, ich habe mich damit abgefunden, dass wir ab und zu die Hunde töten müssen. Es ist furchtbar. Ich finde es richtig schrecklich. Aber das will das Spiel ja auch. Ist auch in Ordnung. Aber ich werde mich jetzt einfach, ne, es ist ein Spiel. Ich werde mir immer wieder sagen, es ist nur ein Spiel, es ist nur ein Spiel, es ist nur ein Spiel. Und damit leben, dann ist es okay. Ich habe wirklich in den letzten Folgen, bei den Stream-Aufzeichnungen, habe ich gemerkt, dass ich mich tatsächlich so ein bisschen distanziert habe von der Spielwelt emotional. Dass ich gesagt habe, beim Hundetöten so, naja, es ist ja nur ein Spiel. Es ist ja nur ein Spiel. Es ist ja nicht so schlimm. Aber das ist eigentlich blöd. Eigentlich will das Spiel, denke ich, nicht. Das will das Spiel gerade nicht. Dass ich mich quasi zurückziehe aus der Spielwelt und sage so, naja, nee, betrifft mich emotional gar nicht mehr. Ist alles nur ein blödes Spiel hier. Vielleicht wird hier für mich so ein bisschen so eine Grenze überschritten, eine Wohlfühlgrenze, die zu weit geht. Ich denke es mir auch. Es wird ja viel darüber diskutiert, dass die Gewalterstellung in The Last of Us super krass ist. Und die ist wirklich, die ist gut im Sinne von erschreckend realistisch und schon, ne, also eindrucksvoll auch und so weiter. Aber man könnte das noch viel schlimmer machen, Leute. Man könnte das noch viel, viel, viel schlimmer machen. Aber das will man halt auch nicht, weil es gibt halt so einen Punkt, wo die Leute das dann nicht mehr spielen. Da sagen dann die Leute so, ne, was für ein Schund, ich höre auf mit dem Blödsinn. Ne, wenn man kann einfach gewisse Grenzen nicht überschreiten, weil sonst sagen die Spieler, ne, das spiele ich nicht, den Scheiß. Ist ja bei Filmen auch so. Filme haben sich da teilweise schon viel mehr getraut. Die hatten ihre rebellische Phase, haben die schon hinter sich so ein bisschen, ihre Pubertät, wenn man so will. Und das sind halt schreckliche Schundwerke, finde ich, die teilweise als wirklich wichtig für das Genre Film und Kunst, als Kunst gewertet werden. Ich finde es einfach nur ganz grässliche Kackfilme, die einfach nur Gewalt in schrecklichester Form darstellen, schonungslos, ganz schlimm. Das hat noch kein Videospiel in der Form gemacht, wie das viele Filme machen im Indie-Bereich. Das macht auch The Last of Us 2 nicht. Da wäre noch viel Spielraum nach oben, will aber keiner. Niemand will das, niemand. Und für mich ist eben Hunde töten schon die Grenze, wo ich mich nicht mehr wohlfühle. Die schlimmste Szene in der ganzen Original-Mad Max-Trilogie. Da sterben hunderte von Leute und Hände werden abgehackt und was weiß ich was. Die schlimmste Szene ist die, wo der Hund stirbt. Off-Camera, man sieht es nicht mal. Jemand schießt, man hört den Hund winzeln und das ist die Szene, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. So funktionieren Menschen halt, weil man einfach Unschuldiges beschützen will. Weil man Unschuldige
hilflose Wesen schützen will. Und wenn denen was passiert, ist das einfach viel schlimmer, wie wenn es Menschen trifft, die vielleicht sogar noch bewaffnet sind, die sich wehren können, die vielleicht auch auf Konfrontation aus sind. Kinder und Tiere sind da einfach was anderes. Viel schlimmer. Jeder hat da verschiedenen Bezug. Jemand, der Kinder hat, findet es wahrscheinlich, wenn Kindern in Filmen oder Spielen Gewalt angetan wird, noch wesentlich schlimmer, wie jemand, der jetzt zum Beispiel keine Kinder hat oder vielleicht auch nicht so den Bezug hat zu Kindern. Und bei Hunden, bei Katzen oder anderen Tieren ist es dementsprechend, je nach, denn das ist individuell unterschiedlich, aber grundsätzlich kann man sagen, unschuldige, niedliche, kleine Wesen will man einfach ungern sehen, dass denen was Schlimmes passiert. Super Schlussverkauf. Unschlagbare Angebote bei Rosemonds. Mit diesem Gutschein erhalten Sie 25% auf Ihren gesamten Einkauf. Ist das so ein bisschen einfach nur da drin, damit man sieht, mit was für blöden Scheiß man sich früher rumgeschlagen hat in der alten Welt? Damals, als man alles haben konnte und wo alles super war, hat man sich irgendwie bei irgendwelchen Rosemonds oder Steam Sale oder wo auch immer, 25% und bla bla. Und das war das Zentrum des Lebens. Und jetzt, in The Last of Us 2 Welt, ist das ein skurriles Artefakt. Und man denkt sich nur, what the fuck ist los mit den Leuten? Yolanda, es tut mir leid. Ich werde mich nicht mehr um Alfie kümmern können. Du hattest recht mit den Wolves. Sie sind wirklich noch schlimmer als das Militär. Ich hatte allerdings nicht erwartet, dass wir uns hier gegenseitig fertig machen würden. Alle haben gesagt, was die Wolves meiner armen... Alle haben gesehen, was die Wolves meiner armen Sophia angetan haben. Und... was wollten sie im Gegenzug tun? Zugeständnisse machen. Ich hatte Wolfblut verdient. Sie hätten sich mir anschließen sollen. Stattdessen haben sie sich gegen mich verschworen. Also waren sie zuerst dran. Moment, hat jetzt der Vater von der Tochter, die umgebracht wurde, die Leute hier im Dorf umgebracht, also in der Siedlung? Und nicht die Wolves, habe ich das richtig verstanden? Sie hätten sich mir anschließen sollen. Ja, schon. Und dann hat er sie wahrscheinlich umgebracht. Naja, schauen wir mal. Ich habe sie vergiftet, einen nach dem anderen. Nicht um sie zu töten, sie sollten nur einschlafen. Dann habe ich sie in eine spornverseuchte Garage gesperrt. Aha, jetzt ergibt das Sinn, diese Garage. Wisst ihr noch, wo wir den Müllcontainer weggeschoben haben? Und da waren Hunderte drin und wir haben uns gedacht so, hä? Warum sind da Hunderte drin? Der war das. Der hat die eingeschläfert, also eingeschlafen lassen und dann infiziert absichtlich. Das ist aber schon ziemlich heftig. Naja. Uli wachte auf, wir kämpften. Ich habe ihn eingesperrt, aber er hat mich gebissen. Diese Verräter werden zusehen, wie sie sich langsam verwandeln. Sie werden leiden. Ich hoffe, sie denken an mich, wenn sie den Verstand verlieren. Bei mir geht's schon los. Es kann nicht mehr lange dauern. Ich hoffe, du hast außerhalb dieser beschissenen Stadt deinen Frieden gefunden. Und ich hoffe, dass du nicht zurückkommst und das alles siehst. Aber falls doch, es tut mir leid. Gezeichnet Boris. Oh, Scheiße. Ja. Ich höre Geräusche. Ich mag das nicht. Ich mag keine Geräusche. Ich habe Angst vor Geräuschen. Das ist blöd, oder? Das ist eine blöde Angststörung. Ich meine, wenn man jetzt Angst hat vom Fliegen zum Beispiel, okay, dann vermeidet man halt Fliegen und fährt mit dem Zug oder Bus, wenn es geht, oder Schiff. Aber wenn man Angst vor Geräuschen hat, das ist ganz schwierig. Oh. Und gib mir deinen Bogen. Ah, da ist er ja. Das ist quasi der Bogenschützenvaterkönig. Der Bogenschützenvaterkönig. Ja, warum nicht? Mach doch den Bogen nicht kaputt. Ja, das wird gehen. Ja, ich bin das die ultimative Stealth-Waffe jetzt wahrscheinlich. Wenn ich eins in Videospielen gelernt habe, dann, dass Pfeil und Bogen die beste Waffe im Universum ist. Da kann man alle anderen Waffen, egal ob Panzerfaust, Scharfschützengewehr, kann man alles wegschmeißen, wenn man Pfeil und Bogen hat. Die absolute, stealthige, lautlose One-Hit-Kill-Superwaffe. Ich glaube, in Wirklichkeit ist Pfeil und Bogen halt einfach nicht besonders effektiv. Du schießt halt Leuten spitze Stöckchen rein. Ich meine, klar, wenn du
Kopf oder Herz oder so triffst, dann ist das ziemlich tödlich. Aber so ein Pfeil im Bein, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob eine Patrone da mehr Schaden anrichtet oder nicht. Hat mehr Durchschlagskraft wahrscheinlich. Kommt wahrscheinlich immer drauf an. Ah, ein Übungskurs. So kann man Puppen auch nutzen. Na dann. Oh. Ja! Der ist ja explodiert. Ups, Entschuldigung. Das wollte ich nicht hauen. Sorry, Dude. Nix für ungut. Hey, wartet mal. Ich muss nochmal zurück in das Haus. Ah, nein. Ich kann nicht mehr zurück. Da war nämlich hier noch der Raum. Den habe ich mir jetzt nicht angesehen, weil ich mir dachte, ich gehe erstmal da durch. Nein. Ich hoffe, ich habe da nichts Wichtiges verpasst. Du bist schuld. Stirb. Und du auch. Das. Na, der Schuss war sehr gut. Die wackelt schon sehr mit dem Bogen. Gut, ich bin auch gegangen. Ne, aufrecht und so. Ist schon okay. Da fliegt der Kopf. Wenn wir den Pfeil rauszupfen. Noch ein Eindringling. Ein Mädchen. War sie hier? Nein, oh, Hündchen. Oh, Scheiße. Wir suchen zwei. Naja. Es ist nur ein Spiel, Leute. Es ist nur ein Spiel. Er hat einen Truck hochgejagt. Wie konnte das passieren? Jetzt findet sie. Ich will die verdammten Eindringlinge. Soll ich hier eine Bombe legen? Falls hier einer kommt, wartet mal, das machen wir ein bisschen anders, glaube ich. Oh, da kommt schon jemand. Na, jetzt gehen sie wieder. Okay, gut, dann habe ich einen Plan. Wartet mal. Eine Bombe hier hin. So, da drüben ist auch schon eine Bombe. Und jetzt locken wir sie mal an, während ich hier im hohen Gras bleibe. Ich hoffe, ich werde nicht von einem wilden Pikachu angegriffen. Immer gefährlich, wenn man im hohen Gras ist. Das war nix. Hörst du das? Das war was. Yeah. Stealthiger One-Hit-Kill. Oh nein, winselt jetzt der Hund auch noch. Leute, was ist denn mit dem Spiel los? Was ist denn mit dem Entwicklern von diesem Spiel los? Was sind denn das für herzlose Menschen, die das gemacht haben? Es ist denn wirklich jetzt? Hallo, das können die doch nicht machen. Was ist los? Jetzt winselt der Hund, weil ich den Kerl erschossen habe. Jetzt sitzt der Hund daneben und winselt. Das ist doch furchtbar. Ich kann nicht mehr. Das Spiel macht mich emotional zu fertig. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann das Spiel nicht mehr spielen. Ich kann nicht mehr. Wir müssen da durch. Es kommen wieder Gebiete mit weniger Hunden, Mensch. Es kommen wieder Gebiete mit weniger Hunden. Ich habe nachgeguckt. Ich weiß das. Ich habe mich gespoilt. Ich wollte es unbedingt wissen. Ich muss das Spiel jetzt demnächst eh durchspielen wegen Special-Videos und so. Ich muss das privat jetzt mal durchspielen. Das hilft eh nichts. Aber, ja. Oh, oh. Der explodiert gleich. Au, das sah echt schmerzhaft aus. Oh Gott, Hündchen. Tut mir jetzt leid, aber gut. Oh, oh. Kommt da noch ein Hund irgendwo her? Gerade? Double Kill. Okay, meine Bomben sind weg. Ich habe noch einen Pfeil. Ellie gibt mir noch nicht das Kommando, dass es alles besiegt ist. Oh, die lebt noch. Alles klar. Alles klar, hat sie gesagt, oder? Nee, hier ist nicht alles klar. Ich habe einen Hund bellen gehört.
Überhaupt nichts ist hier klar. Ich habe einen Podcast gehört, in dem wurde angekreidet, dass die Charaktere durch Kommentare deutlich machen, wenn keine Gegner mehr im Gebiet sind. Wie kann man denn das bitte negativ finden? Das ist super. Das würde ich mir in jedem Spiel wünschen. Ich habe mir noch gedacht, so mein Gott, ist das gut, dass die einem so deutlich kommunizieren, dass jetzt keine Gegner mehr da sind, weil dadurch weiß man, dass man jetzt in Ruhe looten kann. Und die machen, die wollen das dem Spiel ankreiden. Sind die verrückt? Da habe ich kein Verständnis. Wie hat Talk in Borderlands 2 gesagt? Geh hin und bring sie alle um. Denn ihre Meinung entspricht nicht meinen Ansichten oder irgendwie sowas in der Art. So habe ich mich gefühlt, als ich das gehört habe. Nee, Quatsch. Aber, ja, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen, wie man das schlecht finden kann. Ich finde das so super. So super. Aber ich bin auch ein Looter. Die haben auch beide in diesem Podcast durchscheinen lassen, dass sie das Looten in dem Spiel langweilig und nicht gut finden. Und ich habe mir gedacht, was? Looten nicht gut finden? Was ist denn jetzt los? In welchem Bizarro-Universum bin ich denn jetzt gelandet, wo videospielaffine Menschen Looten nicht mögen? Was ist denn hier los? Aha, wer bist denn du? Yeah. Cola Flasche des Todes hat wieder zugeschlagen. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. Ich weiß nicht, ob der Text wirklich so geht. Und ich sehe auch die Augen von diesem NPC nicht. Also gleich zwei Lügen auf einmal. Aber, hey. Wo ist denn die Person hin, die gerade noch hier war? Ah, die geht gerade... Oh, oh! Sorry. Ah! Okay. Sie hat wieder okay gesagt, aber das okay heißt, glaube ich, nicht, dass das Gebiet komplett gesäubert ist, oder? Da läuft nämlich noch Kampfmusik. Ah ja. Was, esst sie auf? Warum wollen die mich aufessen? Spinnen die jetzt? Ich schmeck doch gar nicht. Auf dem Dach da. Ah, sowas ist so schön, Leute. Sowas ist so toll, Leute. Die kommen an und schreien und sagen, auf dem Dach da. Richtig gut. Richtig gut ist das. Das ist schon wieder ein Hündchen. Ich hasse das Spiel. Richtig, richtig schlecht ist das. Richtig gemein. On a cold and gray Seattle evening a poor little doggy child was killed from LA. Ja, das soll wirklich ein Witz sein. Hier ist eine ganze Armee. Meine Güte. Okay, ich hab daneben geschossen. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, Hündchen. Wollen wir nicht Freunde werden? Ich geb dir Leckereien. Ich hab vielleicht ein bisschen was zu essen in der Tasche. Ich weiß, dass es nicht geht. Das macht mich traurig. Aber kann er nicht da drüber springen? Das ist komisch jetzt. Hätte ich erwartet von dem Spiel, dass die das können. Sorry, wirklich. Ich tue das nicht gerne. Ich bringe auch die anderen Leute nicht gerne um. Also nicht, dass ihr das falsch versteht. Nur bei den Hunden fühle ich besonders viel Mitleid. Weil die Leute, gegen die ich hier kämpfe,
Weißt du, Ellie ist eigentlich hier der wahre Antagonist in dem Spiel. Die zieht los in ihrer absolut irren Racheaktion und bringt wahllos Tausende von Leuten um. Abby hat wenigstens, ja, es stimmt wirklich, Abby hat wenigstens ganz gezielt nur Joel umgebracht. Die war hinter Joel her, die hat ihn ausfindig gemacht, die hat ihn gezielt getötet und fertig. Bam. Keine anderen Toten. Tommy und Ellie hat sie am Leben gelassen. Das ist eigentlich ziemlich... Oder? Eigentlich schon. Also ich meine, na, ist nie so geil, wenn man sich irgendwie an Leuten rächt und deswegen die umbringt und so. Aber wenigstens gezielte Zack-Aktion, ohne irgendwie Casualties, ohne Unschuldige in Mitleidenschaft zu ziehen. Also in Mitleidenschaft wird immer wer gezogen, aber ich meine jetzt... Ihr wisst schon, was ich meine. Während Ellie hier komplett Amok läuft. Ich weiß schon, auch ein bisschen gezwungenermaßen. Sie wurde ja attackiert als erstes im Endeffekt. Die haben ja ohne... Also, wir kommen natürlich mit dem Motiv hier, jemanden zu töten, aber das wissen die nicht. Die halten mich aber auch für so einen Scar. Und ich meine, ne, der hat Mufasa getötet und so. Ich kann schon verstehen, dass man da misstrauisch ist. Ich tötete Mufasa. Mehr Rauchbomben anfertigen oder Bewegungsgeschwindigkeit, schnellere Bewegung, Bauchlage. Machen wir mehr Rauchbomben. Spezialist. Jetzt fühle ich mich special. Sind jetzt eigentlich alle tot schon? Ich laufe hier rum, als wären alle tot, aber ich habe das Gefühl, ich höre manchmal Geräusche. Aber möglicherweise höre ich nur Ellie. Na gut, schauen wir uns noch ein bisschen um. Das ist mein Lieblingspart in diesen Spielen. Also in, hier so in Ruhe umschauen. Wobei ich mir jetzt eben nicht sicher bin, ob wirklich alle tot sind, aber trotzdem schaue ich mich gerne um. Wie viel? Wir haben eh noch relativ viel Lebensenergie. So schlimm wird es nicht werden, falls wir jemanden über den Weg laufen. Ah, die Garage. Da waren wir schon. Oh, die Garage. Wie sagst du denn dazu? Autos shoppen. Oh. Kann man da unten rein? Ja. Keller. Ich meine, Infizierte dürften hier ja eigentlich nicht sein, oder? Wäre komisch eigentlich, weil... Oder? Hier waren überall Leute und Hunde. Wäre komisch, wenn dann hier irgendwo Infizierte lauern würden. Aber ich meine, gut, gerade eben oben, ein Stückchen weiter oben in dem Haus, da waren noch 1000 Infizierte, also... Wer weiß. Dum, da, dum, dum. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Das kommt mir gar nicht bekannt vor. Ach so, doch, 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 doch. Hier habe ich die alle in die Luft gesprengt. Ich kann mich erinnern. War ich schon in dem Haus? Ist das das Haus? Nee, das ist... Was ist ein... Ist ein... Was ist ein... Das ist ein Haus. So viele Häuser. Ich finde das so schön, so dämlich eigentlich, will ich sagen, dass hier eine ganze Küche ist, voller Kästchen, voller Schubladen. Und wir machen aber nur die eine Schublade auf, das eine Kästchen. Schauen, ob da was drin ist. Ich meine, es soll ja genug für alle Looter sein. Jeder hat eine Chance, das ist so der Looter, der Looter-Kodex, der Survival-Kodex. Pro Raum darf man sich 2 Schränke, Schubladen, Kästchen aussuchen und die öffnen und gucken, ob was drin ist. Und das darf man mitnehmen. Aber die anderen Sachen muss man zulassen, damit der nächste Looter, der kommt, auch sich noch freut und auch noch was hat, was er looten kann. Ich finde, das ist schön. Das ist eine schöne Tradition unter postapokalyptischen Überlebenden. Du darfst nur 2 Sachen pro Raum. 2, Behälter pro Raum öffnen, Kodex. Das ist eine schöne Vorstellung. Ich glaube, so, das behalte ich bei. Das ist toll. Ach ja.
Oh oh, sie zieht ihre Waffe. Noch ein Hündchen. Noch zwei Persönchen. Das ist Jorge! Verdammt, sie hat ihn umgebracht! Was denn? Ich war hier doch noch gar nicht, oder? Bringt sie um! Okay. Oh oh. Die sind so schön animiert, auch die Hunde, ne? Ja, aber wirklich. Ich find's auch nicht gut, was hier passiert. Ich bin auf deren Seite eigentlich. Wenn ich es mir neutral aussuchen könnte, ich bin jetzt schon auf der Seite von den Wolves. Oh oh, sollte ich vielleicht wirklich ein bisschen. Aber weißt du was, du auch, weil ich bin hier der Protagonist leider. Ich weiß, es ist voll unfair. Es ist voll unfair. Ich habe hier quasi Plot-Armor. Das Spiel, die Story braucht mich noch, deswegen kann ich nicht sterben. Ich weiß das. Ihr wisst das. Also ihr Zuschauer. Aber die wissen es nicht. Und das ist das Gemeine. Weiß Ellie das? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Wäre unfair. Wäre blöd, wenn Ellie... Ich meine, stellt euch mal vor, Videospielprotagonisten wüssten, dass sie die Protagonisten sind und dass sie nicht sterben können. Weil sonst das Spiel nicht weitergeht. Dann wäre nichts mehr mit Schleichspiel. Dann wäre es das übelste Action-John Wick-Massaker ever. Geh nicht da raus, sie werden dich töten. Keine Sorge, ich bin der Protagonist. Und dann spielt irgendwie laute Rockmusik und der springt in Zeitlupe durch die Gegend und erschießt alle in der Luft. Und alle schießen daneben. Ich bin ein taubes Nüsschen. Ob in Animes? In so... Stimmt eigentlich, oder? In so Anime-Welten, wenn da irgendwie Leute... Mit anderen Haarfarben als schwarz geboren werden, dann müssen die eigentlich im Krankenhaus schon wissen, so, okay, das ist ein Protagonist. Vielleicht auch ein Support-Charakter, vielleicht auch ein Antagonist, aber der hat eine wichtige Story. Kauft ihm schon mal auffällige bunte Klamotten, die wir da brauchen. Kann man nur hoffen, dass man in einer Komödie landet und nicht in so einem abgefuckten Anime. Oh oh, er ist blauhaarig. Und wir wollten ein ruhiges Leben. Als NPCs, als Statisten. Meine Güte, diese Wolves sind ungefähr viele. Warum holen die so viele Leute für einen Eindringling? Wegen der Scheiße. Seh sie! Au, das ist nicht so klug. Meine Güte, das war brutal. Das war brutal. Ach ja. Leute, ich glaube, wir müssen jetzt für heute mal Schluss machen. So. Genau hier. Und beim nächsten Mal geht es dann auch genau hier weiter. Macht's gut. Bis tüdelü. Tschüssi.